mal den einen Weg in, den was wir da vorher gehabt haben. Da wenden den schon. Und dann will ich einmal noch ganz kurz noch wissen. Ah, der Hund, der Hund. Will ich noch ganz, ganz gerne wissen. Der eine Durchgang ganz am Anfang, wo der noch hinführt. Das würde mich auch noch interessieren. Weil den habe ich dann von der anderen Seite gar nicht genommen. Das würde mich dann auch tendenziell wieder interessieren. Wo ich da wieder lande, weil ich natürlich so gut wie möglich alles mitnehmen möchte. Ah. Perfekt. Los immer definitiv nicht nehmen. Definitiv nicht. Geht. Der kommt eh überall auf. Soll sich nicht ausschätzen da. Zwar komische Steuerung ab und zu, aber passt schon. Wird schon. Erfolg. Da haben wir sie auch noch eine. Bitte fahren. Und der führt halt nur nicht beim Wasser landen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Hauptsache nicht beim Wasser landen. Das ist gut. Ja, mein Alter, da wurdelt so einer Piste. Oh, und schleicht sie schon wieder. Oh, geil. Extra Zug. Ja, moin. Oh, leider daneben. Extra einen Zug und dann geht er auch noch daneben. Du Trottel. Du Trottel. Ei. Was machen wir noch mit dir, Mario? Was machen wir mit dir? Da gibt's dann kein Itzami mehr. Schleichen sie schon wieder alle. Ich spann schon auf neue Farben, auf neue Fähigkeiten etc. Drittes Crewmitglied. Oh yes, das muss schon drin sein. Ja, wenn es nach mir geht, immer ein Viererteam. Immer ein Viererteam. Das muss drin sein. Ich will immer mein Viererteam haben. Das ist für mich so quasi Standard. Das ist oberste Regel für mich. Das ist oberste Regel in so einem RPG. Ich will immer ein Viererteam haben. Drei ist zu wenig. Ihr müsst vier haben. Viererpartie ist immer gut. Aber ich glaube, das wird eher so ein Dreierding werden. Dass du immer dann quasi den einen oder anderen Charakter dann wechselst. Aber es wird eher so ein Dreierding werden. Das kann ich mir eher vorstellen. Passt, haben wir sie eine. Let's go. Aha. Wasche. Passt. Ich werde safe natürlich mal auf alle Fälle speichern, ist eh klar. Jetzt weiß ich wenigstens, wo das andere war. Also wir werden definitiv irgendwo durchschwimmen müssen. Das habe ich jedenfalls mal das Gefühl. Aber gehen wir mal. Jetzt will ich nochmal die andere Seite mal nochmal inspizieren. Obwohl, da kann ich auch schwimmen. Oh. Gut zu wissen. Definitiv gut zu wissen. Ja, würde ich sagen. Ja, da kannst du wieder nicht aufhören. Aber wir müssen da oben. Da oben müssen wir. Passt. Damit du mal Bescheid weißt. Da oben müssen wir mal auf alle Fälle. Bam, bam. Ja, sehr gut. Zack. Ist ja nicht zu wetten, wir schon den Weg schon 20 Mal gestritten, aber passt schon. Sehr gut. Taugt mir aber so ein bisschen was zum Nachdenken, ein bisschen was zum Schauen. Ist schon nicht schlecht. Ist schon definitiv nicht schlecht. Kann man schon mal machen. So. Na, ist noch immer nicht der Weg. Ist der Alter. Ey, wie geh rein ins Labyrinth, Alter. Wahnsinn. Passt. So, und da muss ich jetzt irgendwie da so rum. Ja, genau. Gegen die muss ich dann noch ein bisschen kämpfen. Stepper, plötzlich hat er 11 Schaden? Wie kann er plötzlich 11 Schaden haben? Wo ist mit dem? Wella, Vater! Hat plötzlich 11 Schaden? Von wo nimmt er die plötzlich daher? Egal. Ach so, weil er stärker ist. Ach so. Er sagt es doch gleich. Egal. Ist ein stärkerer Haberer. Ah ja, da war ja was. Ja. Erstes Mal, dass ich da down ist. Erstes Mal, Digga. Geil.
Oh, aber Vollgasheilung. Aber Vollgasheilung. Interessant. Geht man nicht hops, der Hund. Der will man nicht hops gehen. Nice. Stärkere Vision. Merkt man auf alle Fälle. Wäre geil, wenn der aber auch noch mehr als nur so Feuerkräfte hat, dann so Eis und das Ganze würde mich. Würde ich echt feiern. Würde ich echt stark feiern. Bin ich eh gespannt. So auch Kombinationsattacken oder irgendwas wäre auch geil. Das würde ich auch sehr, sehr feiern. Gib mir an. Ja, mei. Das dauert zwar trotzdem noch ein bisschen, aber ja. Na, endlich ist er hier. Na, nur für das grüne Münzerle kannst du scheißen. Na, danke. Rein in die Olga. Ja, das ist der gute Weg. Wir haben irgendwas gesehen gehabt mit der Augenklappe. Wir haben irgendwas gesehen gehabt mit der Augenklappe. Das freut mir überhaupt nicht. Schon wieder stark. Fuck. Wäre nicht schlecht. Ja. Wäre definitiv nicht schlecht. Passt. Ich würde sagen, definitiv mal Blitzgewitter. Auf alle Fälle. Wir werden da jetzt mal alles ausnutzen, was geht. Bei vier Gegner auch noch. Ui. Ui. Gefährlicher Hase. Allein schon, wenn er da auspackt. Ganz vergessen. Passt. Ich würde sagen, einmal Feuerball. Starker Feind. Gerade ihr. Das ist ja wieder das. Obwohl die anderen sind auch nicht gerade wirklich besser mit. Ja, Blitzkugel da. Einmal Donnerblitz. Ja, moin. Einmal Donnerblitz. Alles klar. Super, kann gleich den Avara wiederbeleben. Da merkt man jetzt wieder den Schwierigkeitsgrad. Da merkt man ja. Da ist wieder leibend. Da ist dann definitiv wieder leibend. Aber jetzt kann er auch wenigstens wieder ein bisschen auspacken. Ich will jetzt nicht unbedingt das andere mit ihm verstellen. Wenn ich jetzt auf achte, muss unbedingt er loswerden. So gut und so schnell wie möglich. Weil es geht nicht. Blitzgewitter, let's go. Oder die anderen. Die anderen werden auch nicht schlecht. Weil die können auch sehr, sehr gefährlich werden. Ja, ja. Die werden gefährlich. Gefährliche Hase. Probieren wir es mit auf gut Glück. Auf gut Glück, wenn wir Meier gehen, gehen wir Meier, aber ich glaube. Damit wir das rauszögern. Nubeam? What the fuck? Nubeam, Digi, ich hab mir jetzt auch gehabt, so, du gibst einen anderen Hapschian oder was? Ey. Daneben, ja, der Haberer, der ist eh schön Arsch. Was willst du denn noch alles geben? Besiegt Untote im Handumdrehen. Aha, war interessant. War nicht schlecht. Sehr gut. Was? Blitzgewitter, let's go. Wir können ja den einen oder anderen wegklatschen. Dann nehmen wir ansatzweise. Die anderen sind. Ja, ich muss aufpassen. Es wird knapp. Ja, jetzt ist der andere Hapsch eh schon mehr. Jetzt kann ich scheißen gehen. Jetzt kann ich definitiv scheißen gehen. Und er hat auch relativ sehr, sehr viel Schiss. Und gehen der Hapschi endlich mal Meier. Das ist ja wieder das nächste. Da will gar keiner gefühlt Meier gehen. Gar keiner. Wir sind eh schon in Arsch daheim. Wir sind definitiv schon in Arsch daheim. Da wollte gefühlt gar keiner Meier gehen. Alter, was war das jetzt? Aber da muss ich sagen, nicht schlecht. Da muss ich wieder definitiv sagen, wieder nicht schlecht. Da haben sie mal wieder bewiesen, dass sie einen Schwierigkeitsgrad drauf haben. Muss ich sagen. Da haben sie wieder echt bewiesen, dass sie es drauf haben. Aber sonst.
Ist da jetzt wieder ein starker Gegner dabei? Das ist ja wieder die Frage. Vielleicht ist ja wieder ein starker Gegner dabei und wir sagen wieder die Zähne am Arsch. Ja, er soll gleich mit die PP daherkommen. Ja, er soll gleich mit die PP daherkommen. Ist besser. Ist definitiv besser. Er macht einfach auf Twitter. Vielleicht können wir... Na, aufwecken können wir nicht oder irgendwas. Das ist dann wieder was anderes. Mhm, das schmeckt. Das schmeckt. Solang's mein Marshmallow-Mann gut geht, läuft's. Dann läuft's wenigstens. Dann läuft's wenigstens. Passt. Er kann quasi als Supporter jetzt einmal ein bisschen als Supporter. Das Gute ist wenigstens, wir haben jetzt keinen starken Gegner. Weil da schaut es dann gleich wieder ganz, ganz anders aus. Ganz, ganz anders. Opa, ich hätte dann doch vielleicht dezent aufs Leben auch achten sollen. Ja, ich Volltrottler, vorher noch so viel zu einfach und alles. Und jetzt wieder weggeklatscht wie nix. Passt, einmal. Dann machen wir das gleich. Achso, das hätte ich gleich bei dem anderen auch zusätzlich machen können, aber drauf geschissen. Passt, let's go. Falls wir einen treffen, dann treffen wir ihn an. Tschüss, Papa. Geh Feuerball, geh! Geh mehr machen, geh mehr machen, geh mehr machen. Bam, 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 bam. Dann mit ein bisschen Blitze, Blitze und Tschüss für Bali, weil die sind ja komplett in Arsch da. Und auch der Pfarrer auch wieder so auf kritischer Hase. Mit langer, schmalen Nase. Ah, die sind gefährlich. Ja, wir sind ja auch wieder nur zu zweit, weißt du? Irgendeine Ausrede, die. Wieder Ausrede suchen, wieder Ausrede suchen. Wieso gehen wir weiter? Ach du Scheiße. Ah, die Buhu halten aber auch viel aus. Hätte man nicht gedacht. Hätte man echt gedacht, aber die halten. Was ist jetzt los? Okay. Alles daneben. Das, 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 das. Und was ich denke, normalerweise hätten die uns mal wieder weggeklatscht, wie nix. Gute Runde. Glücksrunde. Definitiv Glücksrunde. Und Level up. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist halt wieder nur eine Frage, wo kriege ich natürlich wieder das meiste raus? Ja, dieses Mal KP. Ja, safe. Dieses Mal KP. Oder kriege ich das meiste raus? Sehr viel Wasser. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal wieder ein bisschen Feuer unterm Hintern. Nee, mit ein bisschen mehr Schaden. Hoffe ich mal zumindest. Blitze, Blitze, Blitze! Oh, sehr gut. Ich würde trotzdem... Nein, ist eigentlich im Prinzip wurscht. Hauptsache, wir haben das Gewitter am Start. Das ist das Wichtigste. Du kannst normal den ein oder anderen wegklatschen, das ist nicht so ein Thema. Ich probier's trotzdem mit dem Blitz. Ich mach's trotzdem mit dem Blitz. Ja! Also, ein Blitzschlag, Alter, ist. Nein, ist mir definitiv nicht wurscht. Ein Blitz ist mir definitiv überhaupt nicht wurscht. Aber passt schon. Ah, daneben. Ah, okay, das ist eh nur. Einser. Sei nur Einser Kandidat, das ist nicht so tragisch. Passt Erfahrung, Münzerle, das, das, das. Oh, der levelt aber auch schon mal jemand. Sehr gut. Und schon langsam einer levelt. Wichtig und richtig. Ja, schleicht euch besser, schleicht euch besser. Ist glaube ich die 10 besser. Bam, 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 bam. Extra Zug. Ja, moin. Let's go. Wie gern. Gleich beim ersten Mal. Gleich beim ersten Mal muss er weg. Gleich beim ersten Mal normalerweise. Gibt's ja nicht. Marshmallow Mann. Muss ich gleich unbedingt Stierung gehen. Ah, bist du mal. Oh. Und weil er stärker ist. Also so ist das. Also. Ja, weißt du was? Dann mach einmal normal. Und einmal Blitz. Weil dann ist er definitiv am Arsch. Ja. Einmal gedacht. Habe ich mir gedacht. Ein Kampf noch. Ein saftiger Kampf. Und tschüss, Bobali.
perfekt. Ja, wurde schon langsam Zeit, muss ich sagen. Oh ja. Mal wieder so ein Blitz. Oh. Oh. Für jedes Speichern oder was? Ja, saugeil. Ich mach mal den hier. Ich glaube, die sind besser. Aber cool, mit den Speichern, dass alles wieder geheilt ist und neues drum und dran, finde ich Bombe. Finde ich richtig gut. Na, da gut. Aber jetzt können wir, glaube ich, die 10 alles auf Angriff gehen. Okay. Hauptsache, es wird der ein oder andere weggeklatscht. Alles andere ist mir scheißegal. Alles andere ist mir definitiv scheißegal. Hauptsache, es wird weggeklatscht. Mit dem Scheißhammer, Digga. Kann man aber auch relativ gut vorstellen, wenn wir bei seinem Opa sind, dass wir dann auch eine gute, schöne Geheimwaffe kriegen. Wirkungslos. Ja, vielleicht weil er schon irgendeinen anderen Statuseffekt hat. Das wird es wahrscheinlich sein. Oh, Levelaufstieg. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde eher dezent. Ich kriege aber viele KP. Muss ich nehmen, muss ich nehmen. Krieg extrem viele KP, also dementsprechend einfach ein Muss. Definitiv einfach ein Muss. Blutbaum. Oh. So, wieder die Frage, wie kommen wir denn da eigentlich zu dem Team da? Das würde mich auch interessieren. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Warte, warte. Ah, da komme ich nicht rauf. Schade. Müssen wir sie jetzt ein bisschen spülen. Müssen wir sie jetzt definitiv ein bisschen spülen. Ich will da, ich will unbedingt rauf. Safe. Da gehen wir sowieso nichts. Sehr klar. Ist jetzt wieder eine gute Frage. Aber schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Na, okay, das ist schon wieder ein anderer Weg. Auf wichtig und richtig angelehnt. Das muss sogar extra wieder runterhupfen. Ach du Scheiße. Ja, passt. Weiter geht's. Das ist eine echt gute Frage, welcher Durchgang das jetzt nochmal ist. Das ist eine echt gute Frage. Dass ich oben lande. Ich glaube, da gehe ich aber schon wieder zurück. Kann das sein? Bei dem einen Durchgang. Ich glaube... Ja, aber. Was ist, wenn ich da jetzt nochmal gehe? Das würde mich jetzt auch interessieren. Bin ich wieder da. Da bin ich erst recht wieder unten. Ah, ja, volle Wäsch. Ja, dann bin ich wirklich erst recht wieder unten. Na, lutsch mir eine. Na, warte, na, warte, na. Was ist, wenn ich jetzt den Haverer nehme? Keine Ahnung, wo der Tunnel ist. Ui, definitiv keine Ahnung. Nee. Jetzt haben wir eigentlich eben schon wieder alles durchtestet, oder? Normalerweise haben wir eh schon wieder alles gemacht, aber wurscht. Ja, dann gehen wir halt einfach wieder zurück. Drauf geschissen. Gehen wir halt einfach wieder zurück. Passt einmal. Also ich muss ja eigentlich nur durchgehen. Vollidiot. Bam bam, bam bam. Oder? Nee, das war genau andersrum. Das war genau. Es ist schon langsam ein bisschen verwirrend mit den Räumen. Ja, langsam wird es ein bisschen verwirrend. Da und da muss ich eine für den einen Raum. Ja, passt. Aber da, das würde mich aber echt interessieren. Das würde mich jetzt echt ein bisschen so reizen. Schade, dass ich nicht auf irgendein Ding aufhüpfen kann, weil das wäre jetzt leider. Hinten ist auch nichts Gescheites. Passt. Vielleicht kommt später noch ein Tunnel. Was ich zwar eher weniger vorstellen kann, aber wer weiß. Aber Leimann, wieder so ein kleiner Mini-Boss. Das ist eh Leimann. Das ist eh super. Ja, eine kleine dezente Mutation, oder? Bist deppert? Der war ein bisschen schwimmen bei den Simpsons, oder was? Eieieiei.
Schlecki, Schlecki. Alles klar. Ich würde sagen, wir probieren uns einmal durch. Passt. Was vielleicht die Zähne ein bisschen anfällig sein könnte. Das wollen wir schauen. Blitz. Man reiche mir mein Lätzchen. Ach du Scheiße. So, wie schaut's aus mit Feuerball? Und, nur einen kritischen Hasen. Okay, okay, okay. Sprung hilft nicht, da wird wahrscheinlich auch der Supersprung auch nicht helfen. Machen wir einfach mit Mario normale Angriffe. Und dann mit unserem Marshmallow-Mann machen wir nur unsere Blitze. Vielleicht mit Betäubung wäre vielleicht dezent gar nicht mehr so schlecht. Er hat da Sprüche drauf. Echt drauf. Oh, okay. Interessante Figur. Du bist mir einfach auf, der Bastard. Wo ist denn da los? Ich kann, eigentlich im Prinzip kann ich nur warten. Entweder, okay, passt. Ich wollte gerade sagen, entweder er verwandelt sich irgendwann. Oder ich weiß nicht. Wir sind jetzt in der Marsch, oder? So, auf dem drauf. Wäre das vielleicht was? Haben wir überhaupt noch so ein Item? Oh ja, passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Passt, dann kann ich das ein oder andere ausprobieren. Kann ich nicht irgendwie so im Magen einfach so bekämpfen? Das wäre ja auch nicht schlecht, oder? Na schau, ist er wieder da. Na immerhin, ja saugeil. Er ist wenigstens wieder leibend. Du hast wenigstens wieder komplett andere Mechaniken und Fähigkeiten da am Start. Das taugt mir. Das taugt mir voller Wäsche. Das schau ich mal. Bombe? Wie die Bombe? Scheiße. Mit Überflutung? Ich dachte, jetzt kommt eine Überflutung oder irgendwas. Hat es jetzt irgendwie für mich so angehört. Oh shit. Ich werde sowas von Flut. Oh Gott, geil. Ja, wie wär's einmal da drauf hupfen? Ja, mei. So schnell wie möglich. Was? Ja, saugeil. Oh lieb. Ja, kleiner Roadtrip natürlich. Ist eh klar. Geht auch dazu. Ja, wäre vielleicht die Zeit nicht schlecht. Einfach nur ein paar Münzen sammeln. Alles klar. Erströmung entgegen. Okay, gut zu wissen. Falls man doch vielleicht die ein oder andere Münze gebrauchen könnte. Wart, ja, passt. Ohne die Grüne nehme ich mir auf alle Fälle. Bei Grünen kommt Jessica. Wart, ja, sehr gut. Was ist das? Es geht da ab. Bin jetzt drüben. Aha, okay. Ich denke mir nur kurz über die Gegner und alles, damit man nicht weiß. Ja nicht. Ich weiß ja nicht, aber die Gegner. Oh, shit. Ich muss um. Es wird sich im Spark schlecken, glaube ich. Oh ja, es geht sehr aus. Ja, ich will die grüne Münze, weißt du? Unbedingt die grüne. Bin ich gespannt, wo ich da wieder lande. Oh, das sieht man schon auch zu.